So, willkommen zu einer kleinen Infofolge wieder mal Pokémon Go und es ist wirklich passiert, es ist was aufgetaucht, damit hat ja gar keiner gerechnet. Die allererste Folge Pokémon, die ich je auf meinem Kanal veröffentlicht habe, hat sich mit dem Thema Teamwechsel beschäftigt und ob es bald möglich sein wird, das Team zu wechseln und würdet ihr euer Team wechseln oder nicht und was habt ihr für ein Team, seid ihr zufrieden, was ist euer Freundeskreis so, wie kam das zustande und jahrelang war es ruhig. Vor allem jahrelang, das ist ja noch nicht, ich habe den Kanal jetzt vielleicht ein paar Monate, keine Ahnung, 200 Videos habe ich jetzt so hochgeladen, jeden Tag eins, also ist es ja fast schon ein ganzes Jahr, kann man so sagen, aber jetzt wurde ein Artikel veröffentlicht, wieder mal von MeinMMO, denn der Data Miner hat wieder was gefunden, das war bestimmt wieder der Kralz oder wie der heißt. Und ja, das zeigt uns, dass der Teamwechsel bald wohl wirklich möglich sein wird. Diesmal ernsthaft, ohne Spaß. Kann natürlich sein, dass das immer noch in naher Zukunft steht. Es kann morgen schon soweit sein, das kann erst nächstes Jahr soweit sein. Aber es wurde auf jeden Fall jetzt im Datenverkehr was gefunden. Eine Medaille bzw. ein Medaillon oder auch eine Münze, wie auch immer man das sieht, mit den drei Team-Logos drauf. Und diese Münze wird es euch ermöglichen, das Team zu wechseln. Das geht aber nur einmal im Jahr. Das hat eine Abklingzeit von 365 Tagen und muss auch im Shop erworben werden. Wie teuer das ist, weiß man noch nicht. Aber ist eine coole Sache, denn ich finde, wenn man Team wechseln möchte, dann ist das ja wirklich eine Sache, wo man einmalig vielleicht umsteigen will. Es soll ja nicht Sinn und Zweck sein, dass ich diese Woche rot bin, nächste Woche bin ich blau, übernächste Woche bin ich gelb und dann wechselt man permanent immer zu hin und her. Deswegen früher war es ja so, man konnte seinen Namen einmalig wechseln, haben viele gemacht. Mittlerweile wurde es freigeschalten, dass man ihn auch nochmal umwechseln kann bzw. sich umbenennen darf. Und mit dem Team ist es jetzt also auch möglich, ihr könnt euer Team wechseln, aber das soll trotzdem noch eine Seltenheit sein. Manche sagen, oh mein Gott, ein Jahr warten, warum, das ist doch richtig mies, aber genau das ist doch richtig genial. Es ist eigentlich schon schlimm genug, dass ihr jedes Jahr das wechseln könnt, weil wozu? Ich hab's so gesehen, mein großer Account ist Level 40, ist gelb, ich habe meinen kleinen Account, den habe ich damals übernommen von einer guten Freundin, die war Team Rot, den habe ich dann durch den Namenswechsel mal umbenannt, so hatte ich dann Ivar Scharf und Ivar Soft, aber der Ivar Soft war immer rot, das hat mich schon immer gestört, gerade wenn ich Arenen machen wollte, ich musste immer irgendwo hin, wo was Gelbes ist, musste irgendwo hin, wo was Rotes ist, anstatt einfach beide zusammen in eine Arena zu setzen, was natürlich viel schöner und angenehmer gewesen wäre. Wenn das wirklich eingeführt wird, würde ich wahrscheinlich die Möglichkeit nutzen und meine ganzen Ivar-Accounts einfach alle gelb zu machen, dass ich Ivar Scharf, Ivar Mild, Ivar Soft, Ivar Kids einfach alle bei gelb habe, was eben einfach schön auch einen Teambonus gibt, gleiche Farbe, nur noch eine Arena und mehr für Zusammenhalt steht, anstatt dass man da zwei rote hat, zwei gelbe, einen blauen hin und her, das ist so ein Mischmasch. Aber wann das ins Spiel kommen wird, steht natürlich noch in den Sternen. Wir sind gespannt, ich auf jeden Fall. Und wie sieht's mit euch aus? Welches Team seid ihr jetzt? Und würdet ihr euer Team wechseln? Oder bleibt ihr bei eurem Team? Schreibt's mal in die Kommentare. Das ist sicherlich interessant. Ein richtig gutes Thema. Und ja, ich habe alles dazu gesagt. Ich würde die kleinen Accounts nehmen und meinem großen hinterher folgen lassen. Und was ihr macht, schreibt einfach rein. Ich lese es mir natürlich durch. Vielleicht kann man ja ein bisschen drüber philosophieren, was jetzt sinnvoll ist und was nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das möglich wäre. Selbst wenn es wirklich nur einmal im ganzen Spiel möglich wäre, sein Team zu wechseln und nicht jedes Jahr, fände ich das trotzdem genial. Das muss eben gut überlegt sein, warum man sein Team wechselt und auf was und nicht einfach, ich wechsle jede Woche. Das wäre Schwachsinn. Aber wir warten einfach ab, wie es weitergeht. Das war es von meiner Seite aus. Wir wünschen euch noch einen schönen Aufenthalt in eurem jetzigen Team und vielleicht sieht man sich in einem anderen Team später wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.